Hey Leute und willkommen zum Let's Trash zu Acania. Gothic 4, a Gothic Fail. Ja, wir werden jetzt hier natürlich live. Was heißt live? Nein, es ist nicht live. Ihr hört es später erst. Für mich ist es live und ich brabbel zu viel Scheiß. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein neues Spiel in der Welt von Acania starten. Und wenn ihr das Infovideo zu diesem Projekt noch nicht gesehen habt, dann wiederholt dies. Denn es gibt ein paar besondere Regeln, die ich jetzt nicht im Einzelnen nochmal neu auflisten werde. Das Einzige, worüber ihr euch schon mal Gedanken machen solltet, ist, dieses Spiel ist schlecht. So, das ist mein Satz und wir machen ein neues Spiel. So, wir möchten natürlich auf leicht spielen, weil den Horror will keiner länger als, was weiß ich, wie viele Parts, hier beliebige Parts einfügen, ertragen. Und, ja, wir spielen auf leicht. Ganz, ganz einfach. Midland brannte, denn Roba der Zweite war tot und sein Königreich zerfallen. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Roba der Dritte nannte und geschworen hatte, das zerfallene Reich zu vereinen. Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen, denn schon bald hatte Roba der Dritte den gesamten Kontinent erobert. Doch als er in See stach, um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern, legte sich ein Schatten über den König und verfinsterte seinen Geist. Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht und Sorniara erobert hatten, war es, als wäre Robas Geist nur mehr eine flackernde Kerze in tiefster Dunkelheit. Das Amulett, ich. Wir müssen kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Robas Heerführer folgten seinem Befehl. Lord Hagen führte seine Männer in den Westen der Insel, während Lee in den Osten zog und die Königsstadt Setarif belagerte. So. Gut, diese Sequenz, die hätte ja auch eigentlich aus Stronghold Crusader stammen können von der grafischen Qualität. Leute, bitte behaltet für den Rest des Projektes im Hinterkopf, dieses Spiel wurde im Oktober 2010 rausgebracht. Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind nicht voll. Ruhe! Ich brauche Ruhe. Gönn dir Ruhe, alter Mann. Und ja, damit wären wir jetzt hier im wunderschönen Tutorial. Mit WASD können wir uns bewegen. Mit der Maus können wir uns umschauen. Hui! Und, ja, wir sind dieser wunderhässliche Kaiser. Nee, König. Er ist König, er ist kein Kaiser. So viel Scheiße hat er doch nicht gebaut. Du musst etwas tun. Ja, laufen wir mal random durch diese Höhle. Wo, wie kommen wir hier hin? Wir sind doch in den Palast rein und wurden da hingesetzt und jetzt auf einmal sind wir in so einer Höhle. Was soll das denn, ey? Drücke E zum Interagieren. Ja. Hier, wir haben natürlich den Schlüssel nicht, aber das ist egal, weil sowas steht ja immer offen. Reißt ihnen das Fleisch von den Knochen. Siehst du hier mehr als eine Person? Tue ich irgendwie nicht. Also, Skelette haben ja auch kein Gehirn, ne? Sieht man, was darin endet, ja? So, und da unten sind schon wieder die Nächsten. Und aus irgendeinem Grund greifen uns gefallene Bürger an. Irgendwie hier gerade Revolution der Bürger. So ein kleiner Aufstand und wir müssen den natürlich als guter König direkt wieder unterbinden. Mit dem Schwert. So tut das ein guter und gerechter König. Das weiß ja jeder. Wow. Du warst die Herausforderung des Jahres. Ach, dahin sind noch mehr. Okay. Hab nichts gesagt. Nichts gesagt. Ihr seid die Herausforderung des Jahres. So sieht das aus. Was? Ich bin zu schnell? Nein, bin ich nicht. Ich lieg voll gut im Zeitplan.
Lüg nicht. Und Bookforge wird der Part halt länger. Da will mir die Tools einreden, wie lang meine Parts sein sollen. Das sehe ich noch gar nicht ein. Aber wir metzen uns hier ja schon ziemlich durch mit unserem mega super duper überschwert Gedönsteil. Ich finde das auch super, dass man uns direkt am Anfang sowas im Tutorial gibt als Waffe. Denn sowas werden wir die nächsten 20.000 Jahre erstmal im Spiel nicht finden. Um schon mal so zu spoilern, wenn man mit dem Spiel überhaupt spoilern kann, weil alles eigentlich absolut offensichtlich liegt. Ja, wir sind viel zu spät. Nee, weißt du, jetzt heißt es zuerst, ich bin zu früh, dann bin ich auf einmal zu spät. Weißt du, und dann verzieht der Typ sich einfach. Keine Manieren. Ach ja, mit rechter Maustaste können wir uns übrigens rollen. Falls das nicht eben sogar schon in diesen Tutorial-Boxen stand. So, hier haben wir jetzt wunderschöne Magier, die lustige Feuerbälle auf uns schmeißen wollen. Das Ding ist nur, dass wir im Tutorial gar keine Health Bar haben. Demnach können wir das einfach mal getrost ignorieren. Und wir töten einfach mal Paladino und Ritter. Weil das macht man einfach so. Außer hier kommt irgend so ein hässlicher Fuzzi, der einen die ganze Zeit anlacht. Dein Hosenstall ist offen. Oh Mann. Ja, und weißt du, die lauern hinter der Ecke. Richtige Camper-Skelette sind das. Selbst nach dem Tod noch feige. Feige wie sonst was hier. Dreht sich immer um. Ja, oh komm. Wir lassen ihn jetzt einfach mal automatisch die Anvisierungsgedönse machen. So, und hier können wir jetzt nämlich so richtig so... Wow. Njaum. So, du hast ein wunderschönes Magieschild. Aber ich habe noch mehr Schläge als einen. Und ich brenne, aber das ist scheißegal, weil ich habe ja eh kein Herzbar. Yay! Ja, und wenn wir den angreifen, wehrt er sich auch gar nicht. Der lacht einfach nur die ganze Zeit. Das ist Schwachsinn. Komm zurück! Komm zurück und kämpf mit mir! Ja, das denke ich allerdings auch. Das ist schon ein bisschen feige mit dem Heini da, ne? Also, Mensch du. Nee. Wo sind wir jetzt? Wer ist das? Das ist jetzt aber keine Katakombe. Was zur Hölle? Wer kommt da? Da bist du ja. Ja, aber wer bin ich? Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle. Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst. Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden. Chroma? Was will er? Keine Ahnung. Er wartet im Dorf auf dich und ist ziemlich schlechter Laune. Dann gehe ich wohl besser und red mit ihm. Okay. Neue Quest, ein Stringswort. Scharf! Und dann rennt es weg. Ich glaube, ich war zu laut. Was war denn das hier eben am Anfang von der Konversation? Erstmal hier so den Jedi-Gedankentrick-Move, Ivy. Erstmal, damit sie auch denkt, sie heißt so. So, wie wär's mit einem Kuss? Nee, bei dem Gesicht. Nein, danke. Ich gehe dann mal. Du hast einen Auftrag erhalten. Drücke L zum Öffnen der Auftragsliste und überprüfe deine Ziele. In der Auftragsliste kannst du jederzeit deinen derzeitigen und erledigten Aufträge einsehen und dich über die bereits besiegten Kreaturen informieren. Wenn du dich auf einen bestimmten Auftrag konzentrieren möchtest, markiere ihn, um alle zugehörigen Markierungen hervorzuheben und verweile auf an der Minimap zuzuschalten. Ja. So, zuallererst gehen wir hier in das Haus, denn hier ist eine Kiste, da können wir reingucken mit E, nicht mit F. Und wir kriegen Äpfel, Hanfbandagen und ein kurzes Messer. Wir haben momentan ein zweihändiges Gedöns, das macht, glaube ich, mehr Schaden, aber Moment. Es macht zwei, ja. Das hier macht nur einen, aber es ist kleiner. Also ich glaube, es ist schneller. So, das werden wir jetzt brauchen. Denn erstes Ziel hier ist Schafe töten. Ja, ich wollte gerade eigentlich sagen, auch normalerweise rennen die weg. So, und jetzt könnte es interessant werden.
Und die Reichweite von diesem Messer ist echt erstaunlich. Der Luftschnitt haut die noch um. So, und ich glaube, das wären alle Schafe gewesen. Und jedes Schaf gibt uns ein Stück sehniges Fleisch. Das ist eine Kochzutat. Damit können wir dann was zu essen bauen. Später. Und hier drin ist nichts. Aber natürlich plündern wir hier erstmal alle Schafe. Ich meine, wir als Hirte, es ist ja unsere Mission, nicht wahr? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Mit ein bisschen viel, viel Interpretation. So, was ich gerade überlege, welche Taste war denn nochmal fürs Quicksaven? Ich guck mal ganz kurz in die Option. Ha! Ich bin super. Schnell speichern F5. Okay. Okay, F5. Tada! Erfolgreich erstellt. Tada! Und ich würde sagen, jetzt rennen wir weiter. Am unteren Bildschirmrand befinden sich die Balkenanzeigen für Ausdauer gelb, Gesundheit rot und Mana blau. You don't say. Ausdauer und Mana werden für mächtige Nahkampfangriffe und Zauber benötigt. Wenn deine Gesundheit auf 0 reduziert wird, ist dein Abenteuer zu Ende. Was? Wirklich? Ich dachte, dann hätte ich gewonnen. Verdammt. Es hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ich spring von der Klippe. Aber ich lebe trotzdem noch. Das ist... Wie dumm guckt unser Held eigentlich? Hallo. Na gut. Besser als die meisten anderen Charaktermodels. Hust. Ja. Und hier ist noch eine Kiste, weil überall einfach Truhen rumstehen. So, da drin ist Gold, Pfeile, Apfel und Almas Bestes gibt uns Lebensregeneration. Lebensenergieregeneration, weil wir auch noch als Attribut Energie haben und dann dieses Doppelte gar nicht verwirrend ist. So, und Rüstung. Ja, das einzig Relevante ist natürlich das Gold, wie wir jetzt hier links sehen. Also, das Gold, mehr brauchen wir nicht. Ne? So, scheiß auf Palisaden. Ich bin Batman. Oder sowas ähnliches jedenfalls. Vielleicht ist das hier der Vorgänger für Batman. Könnte ja alles sein, ne? Könnte ja alles sein. So. Und wir sehen schon, dieser Realismus, diese unsichtbare Wand, ist es nicht herrlich? Diese Open World, die einem vorgetäuscht wird, ist ein Schiff. Und die Klippe sieht lustig aus. Ist cool. Dieser Realismus, diese Open World wird einem vorgetäuscht, ja? Es wird einem Open World vorgetäuscht und dann kommt man nicht mal über so einen dreckigen Steinhügelweg, der einem einfach nur einen anderen Weg geben würde, der ihm keinen Spielvorteil gibt. Nein, das darfst du nicht. Das haben die Entwickler sich nicht so gedacht. Das kannst du nicht machen. Ja, und ich würde sagen, wir reden hier noch einmal mit der guten Alma. Hallo. Was war das für ein Getöse? Was ist mit den Schafen los? Sie sind tot. Sie geschlachtet, allesamt. Warum, Junge? Warum? Weil ich es kann. Ja, genau. Mir steht's bis hier mit den Schafen. Ich will kein Schäfer mehr sein. Mir steht's bis hier mit den Schafen. Ich will kein Schäfer mehr sein. Das hab ich auch schon gesagt. Oder manchmal machst du mir richtig Angst. Ja. Und, ja. Jetzt gibt's hier Betten, da können wir uns reinlegen. Das bringt uns aber mal so herzlich wenig. So, und weil sie gerade so schön im Haus ist, würde ich sagen, klauen wir ihr mal ihre Habseligkeiten. Das waren zwar nicht wirklich viele. Aber Ampullen gibt's auch noch. Wo waren die denn? Die habe ich gar nicht gesehen eben. Alter, du Hahn. Ganz ehrlich, nervt mich nicht. Ihr brüllt hier doof rum, ja? Sterbt an meiner Klinge. Na gut, das muss jetzt reichen. So, ein Braurezept für Almas Bestes. Wir können direkt mal auch hier reingehen und bei Schriftstücke reingucken. So, Rechtsklick zum Lernen. Zack. Du hast genügend Materialien und die notwendige Anleitung, um etwas herzustellen. Drücke V zum Öffnen des Handwerksmenüs, wähle das herzustellende Objekt und die gewünschte Anzahl und stelle es her. Wann immer das unten stehende Symbol sichtbar ist, bist du in der Lage, wenigstens einen Gegenstand herzustellen. Ja, wir sehen schon, hier haben wir das jetzt, den drücken wir mal.
Und Alchemie und Essbares, wir können zweimal Almas Bestes machen durch das, was wir einmal geklaut haben. Und wir möchten natürlich zwei herstellen. Und ja. Damit hätten wir jetzt zweimal Almas Bestes. Das ist, Moment, hier. Ja, das haben wir jetzt. Und so, weil wir es können. Ja, Hanfbandagen geben verdammt viel Lebensenergie übrigens, weil Hanf halt, ne? Der Hanf, der ist einfach so, ja. Gut, ich würde sagen, das war's vom ersten Part von Acania. Ich hoffe, ich habe schon mal genug Kritik abgelassen. Es wird noch deutlich mehr geben. Und ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß an diesem Projekt als ich. Und dann bis zum nächsten Part. Bis dann.